Sie stellen sich kurz vor, also ich habe zwar meinen Studierenden etwas erzählt, aber ich weiß auch selber nicht sehr viel. Und dann kommen wir einfach ins Gespräch, ja, zu unterschiedlichen Themen, was so uns interessiert und vielleicht auch aktuell ist für meine Studenten. Okay. Also ich soll jetzt kurz über mich erzählen. Ja. Gut, also ich bin schon seit Ende 1993 in Moskau. Habe verschiedene Dinge gemacht, völlig berufsfremd. Also ich war Hoteldirektor, ich war Nachtclubdirektor. Ich habe Schiffe befrachtet und habe nebenbei immer unterrichtet, Trainings und Coaching gemacht, Filme gedreht, ein Buch geschrieben. Also ich war ziemlich aktiv. Verbunden mit Russland bin ich seit 1974. Da war ich das erste Mal hier als Übersetzerin, als noch ganz junge Studentin. Und dann habe ich noch am WGIK in Moskau unterrichtet als Austauschlehrer, als ich an der Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg gearbeitet habe. Ja, das war es in aller Kürze. Sie haben hier auch in Russland Ihre Familie gegründet, oder? Na, ich hatte eine Familie in Deutschland. Mein Sohn ist inzwischen sehr erwachsen. Er ist Küchenchef am Rheinfall auf dem Schloss Laufen in der Schweiz. Er lebt schon 10 Jahre in der Schweiz. Mein erster Mann lebt in Potsdam und meinen zweiten Mann habe ich in Moskau kennengelernt. Das stimmt. Woher kommt dann Ihr zweiter Mann? Ist er auch aus Österreich oder aus Deutschland? Oder nein, nein, er ist Weißrusse. Aha. Und wie funktioniert diese interkulturelle Ehe? Haben Sie vielleicht da etwas Ihrem Mann beibringen müssen, zum Beispiel? Merken Sie da keine besondere interkulturelle, gab es da Reibungen zum Beispiel? Bei mir nicht. Ich habe auch Eheberatung, mache ich für Mischehen. Ja? Und ich kenne viele Probleme, vor allen Dingen, wenn der Ehepartner, der Mann ist Deutscher, die Frau Russin, da gibt es sehr viele Probleme an vielen Stellen. Aber das war bei mir nicht so. Erstens bin ich Slavist von Hause aus und kenne also Kultur und Sprache, war also nicht so typisch deutsch. Und mein Mann ist ein sehr gebildeter, warmherziger, ein Supermann. Meine gesamte deutsche Familie hat gesagt, mein Gott, wo hast du den her? Der passt. Und der passt auch in die, es gibt bei uns keine Reibungen, was Multikulti angeht. Ja? Also wir haben deutsche Freunde, russische Freunde, einen gemischten Freundeskreis, auch in Moskau. Die Sprache in der Familie ist Russisch oder Deutsch? Ja. Muss ich zu meinem Leidwesen gestehen. Er hat einen technischen Verstand. Er hat früher schon zu Sowjetzeiten im Ausland gearbeitet, in Afrika, in Indien, in Japan. Und ich wundere mich, wie er mit seinem Kutscher-Englisch da durchgekommen ist. Also er hat kein Faible für Sprachen. Aber das ist ziemlich oft der Fall. Ja, wenn man technisch veranlagt ist, dann hat man Schwierigkeiten. Ja. Vielleicht sprechen wir auch kurz zu der heutigen Situation, zu der aktuellen Situation. Wie ist es Ihnen, wie fühlen Sie sich jetzt? Moskau befindet sich momentan unter Quarantäne, also Ausgangssperre. Wie erleben Sie das? Haben Sie da was zu tun oder sitzen Sie zu Hause und leiden unter Kontaktabbruch und so weiter? Wie fühlen Sie sich unter diesen Umständen? Na, ich leide nicht. Was mir fehlt, ist die Bewegung. Ich versuche jetzt in der Wohnung Sport zu treiben.
Das ist das Einzige, was mir fehlt, ist diese ständige Bewegung, in der ich immer war. Aber ansonsten habe ich zu tun. Ich gebe Online-Unterricht, auch Online-Beratung. Dann lese ich viel, wozu man sonst weniger kommt. Oder in der U-Bahn, das ist ja dann doch nicht das intensive Lesen in aller Ruhe wie jetzt. Und ich schaue mir viele schöne Filme an über Netflix oder YouTube. Und ich habe selbst eine große Filmothek zu Hause, wo ich mir dann wirklich meine Favoriten nochmal angucken kann, ob das nun Fellini ist oder ob das deutsche Filme sind. Also ich leide nicht darunter. Ich gehe einmal in der Woche mit meinem Mann einkaufen. Er arbeitet auch im Homeoffice. Einmal einkaufen, dann wird alles desinfiziert und ansonsten bleiben wir strikt zu Hause. Und ich muss sagen, ich leide darunter nicht. Viele jammern und beschweren sich, was ich nicht verstehe, weil sie sind ja auch in Familie zu Hause. Ne? Wenn ich Kollegen oder ehemalige Kollegen höre, die ganz allein sind, für die ist es schwierig. Ja, denen helfe ich dann immer und spreche lange mit ihnen am Telefon, weil denen fällt wirklich die Decke auf den Kopf. Mir weniger. Also ich kann da nicht so groß meckern. Ja. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass sie wirklich eine harmonische Beziehung führen. Ja, also alle haben so ein Glück. Und haben Sie bemerkt, dass zum Beispiel die Nachfrage, das Schloss Prost, ja, das übersetze ich, an Unterrichten, Online-Unterrichten oder an Beratung zugenommen hat? Oder nicht? Ein bisschen, weil es ist auch eine finanzielle Frage, ja. Also wer jetzt zu Hause sitzt und sozusagen in Deutsch würde man sagen Kurzarbeitergeld bekommt oder gar nichts bekommt, der kann sich den Luxus von Online-Unterricht nicht leisten. Die das können, das stimmt, da gibt es jetzt eine verstärkte Nachfrage, was mich freut. Und wer, Sie unterrichten Deutsch, ja? Also ja. Unterrichten Sie Deutsch. Und Sie können ruhig vielleicht rangehen oder. Nö, ich habe leise gestellt, Nummer kenne ich nicht, das ist nicht wichtig. Okay. Aber es ist und die Frage, also wer nimmt jetzt diese Nachhilfestunden oder wer ist Ihre Klientel sozusagen? Das sind vor allen Dingen, also was ich in letzter Zeit bemerkt habe, Leute aus dem Bankensektor, die in der Schweiz arbeiten wollen oder schon arbeiten, Manager und ja, oder Leute aus sozial gut gestellten Kreisen, die sich das leisten können. Manche haben Immobilien erworben im Ausland, in Österreich oder in Deutschland und sie wollen jetzt Deutsch lernen. Auch solche gibt es. Ja. Studenten gibt es. Kinder nehme ich ganz selten, nur in Ausnahmefällen, weil ich bin nicht für kleine Kinder ausgebildet und es macht mir auch ehrlich gesagt keinen Spaß. Ich arbeite lieber mit Erwachsenen. So, dann vielleicht, also ich führe jetzt das Gespräch, aber die Studierenden, also liebe Studierenden, da, dragi studenti, wenn Sie eine Frage haben und Sie möchten diese Frage stellen, weil das ist eine absolute Improvisation, was jetzt geschieht, dann bitte kommen Sie ans Wort. Sie dürfen ruhig uns nicht unterbrechen, aber Sie dürfen ruhig sich melden, ja? Also haben Sie keine Angst zu fragen. Also kommen wir vielleicht zurück zu dem Alltag in Russland im Unterschied zu Europa, Deutschland, Österreich. Vielleicht haben Sie so eine interessante oder vielleicht komische Geschichte zu erzählen aus Ihrem Alltag. Es spielt auch keine besondere Rolle, ob es jetzt, also vor kurzem passiert ist oder seit einigen Jahren, zum Beispiel vielleicht bei der Wohnungssuche oder bei der Arbeitssuche oder Arbeitskommunikation, ja, Geschäftskommunikation, Mann-Frau-Kommunikation. Was haben Sie oder Ihre Bekannte
erlebt, das Sie vielleicht uns erzählen könnten? Also ich bin ja viel rumgekommen im Land. Aber eine lustige Geschichte. Nicht unbedingt lustige, vielleicht komische. Also waren Sie zum Beispiel, was vielleicht Ess- oder Trinkkultur oder Wohnungssuche oder sich krank melden. Also was vielleicht für Sie besonders, also anders als in Europa war. Oder nicht? Ja, was ganz anders ist, ist die Wohnungssuche, weil ja hier kaum Häuser gebaut werden, die dann völlig vermietet werden. Ja? Ich habe mit den großen Baulöwen mal bei RIA Novosti in einer Pressekonferenz gesprochen, hinter den Kulissen, und habe gefragt, warum baut ihr keine Mietwohnungen? Warum baut ihr nur Eigentumswohnungen? Da haben die zu mir gesagt, wir haben kein Vertrauen, dass wir das Geld auch zurückbekommen, wenn wir Mietwohnungen bauen. Also sie wollen die Kohle haben, dann kriegst du die Wohnung und dann weg und das Geld raus nach Offshore. Das ist das System, und das erschwert natürlich für Leute, die in eine Stadt kommen, die Wohnungssuche. Ja, weil man immer mit privaten Personen zu tun hat, nicht mit einer Wohnungsbaugesellschaft, wo man einen Mietvertrag bekommt, wo der Mieter Rechte hat, nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte. Dass die Miete wird festgelegt, die kann niemand willkürlich erhöhen, ja, wie das hier der Fall ist. Das ist schon schwierig. Ja. In den 90ern war es ja ganz besonders schlimm. Ich bin in Moskau 4-mal umgezogen. Ein Vermieter wollte über Nacht dann plötzlich das Doppelte haben. Ja. Ja. Oder sie haben eben Wohnungen vermietet, die waren nicht aufgeräumt, die waren nicht sauber, die waren voller altem Zeug. Das musste ich dann alles rausschmeißen, da waren sie dann noch sauer drüber. Also das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig gewesen. Das hat sich jetzt ein bisschen verbessert, weil einige Russen haben in Wohnraum investiert und vermieten jetzt neue möblierte Wohnungen, wo es dann schon angenehm ist zu wohnen. Ja, aber wie gesagt, der Mieterschutz ist nicht gegeben. Und wenn der Vermieter sagt, ich brauche die Wohnung für meine Tochter, die heiratet, du hast einen Monat, und dann musst du dir halt was anderes suchen. Ne? Und das ist, mein Gott, nee, das ist doch furchtbar. Ich ja, frage jetzt mal, wer ja, das ja, ist. Ja, 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 ja. Wiedemann. Hallo. Мальчики, задаем вопросы, хорошо? Das ist eine Frechheit. So. Ich mache jetzt den Ton aus. Sie können mich gerne noch fragen. Ja, also das ist schon wirklich ein großer Unterschied. Ja, und Sie haben wirklich wohl den Grund auch genannt, weil wegen dieser Unsicherheit, was die Zukunft angeht, ja, finanzielle und wirtschaftliche Zukunft, ja, wir werden wirklich viel weniger Mietwohnungen gebaut als Eigentumswohnungen. Was auch schlecht ist für die Mobilität der Russen. Sie können nicht dahin fahren, wo Arbeit ist, weil sie haben ja hier eine Eigentumswohnung. Ja? Also, aber die Arbeit gibt es sowieso eher in erster Linie in Großstädten. Ja, ja. Aber eben, wenn es in einer anderen Großstadt Arbeit gäbe, fahre ich da nicht hin, weil ich habe hier eine Wohnung. Und für junge Leute, die geheiratet haben und dann entweder noch keine Wohnung sich kaufen können oder sie wohnen dann eben bei den Eltern, was der Anfang vom Ende ist, sie können sich keine Wohnung mieten. Weil in Europa kann man sich ja nach seinem Geldbeutel die Wohnung aussuchen. Die Wohnlage, wo findet sich meine Wohnung, wie teuer, was kann ich mir leisten. Das kann man also alles wunderbar regeln. Ja, und Sie sind auch in Russland gereist oder haben Sie auch in anderen Städten gewohnt? Nein, ich habe nur mal, also früher 3 Monate und mal 5 Monate in Petersburg gewohnt. Aber ich wohne in Moskau, aber durch die Filmerei und durch meine Tätigkeit als Trainer. Ich hatte ein Programm geschrieben für die touristische Entwicklung in Russland und bin dann durchs Land gereist und habe mir viele Städte angeschaut und viele touristische Punkte.
Aber durch die Filme bin ich an die Tunguska gekommen. Also wir haben da 2 Wochen in der Taiga gewohnt, nicht weit weg vom Epizentrum, wo dieser sogenannte Meteorit heruntergefallen ist. Dann habe ich gesehen, wie Gold und Diamanten gefördert werden für unseren Film Die Schätze Russlands. Ich war also auch bei Goldgräbern an der Indigirka. Ich war in Jakutien, wo auch nicht. So, dann war ich natürlich in Fernost, wo es mir ganz wunderbar gefällt. Ich liebe Vladivostok. Das ist so eine interessante Stadt mit sehr interessanten Menschen. Chabarovsk gefällt mir auch. So, dann durch den Ural. Also ich war eigentlich an vielen Städten. In vielen Städten und an vielen Orten. Ja, beeindruckend, viel mehr als ich. Also ich war nicht in Vladivostok und viele andere Orte und Städte, die Sie erwähnt haben. Aber wo Sie wohnen in Moskau, also man könnte dann vermuten, dass hier Ihnen am wohlsten ist, dass es Ihnen hier am meisten gefällt. Das ist richtig, das ist so diese, wie soll ich sagen, das ist so eine große Hassliebe, wenn man das so nennen kann, weil dieser wahnsinnige Rhythmus der Stadt macht einen einerseits kaputt, andererseits fehlt er, wenn man weg ist. Ja? Ich frage manchmal, was wäre gewesen, wenn ich in St. Petersburg hängen geblieben wäre und nicht in Moskau. Ja? Mhm. Ich weiß es nicht. St. Petersburg ist meine große heimliche Liebe und immer wenn ich kann, fahre ich da gerne hin. Das ist so wie Erholung und leichte Entschleunigung, weil Moskau ist wirklich der Rhythmus. Und ich habe festgestellt, wenn ich mit dem Sapsan in Petersburg ankomme, laufen die Menschen ganz normal den Bahnsteig entlang und gehen aus dem Bahnhof heraus. Wenn der Zug in Moskau ankommt, geht sofort das Gerenne los. Es sind im Prinzip die gleichen Passagiere, ja? Aber in Moskau muss halt gerannt werden, glaube ich. Ja, vielleicht ändert das sich nach dieser Corona-Erfahrung. Könnte sein. Es wäre nicht schlecht, aber dass sich Eigenschaften oder Verhaltensweisen ändern, dazu braucht es lange. Das sieht man ja an sich selbst, wenn man sich selbst verbessern will oder verändern, wenn man sich das abgewöhnen will oder das, wie lange das dauert. Ja? Und ich glaube, wenn diese Selbstisolierung aufgelöst wird, dann geht das genauso los, vielleicht sogar noch mit größerer Geschwindigkeit, weil alle Sehnsucht danach hatten. Genau. So, dann wir bekommen einige Fragen von Studierenden, die es nicht wagen, es auszusprechen, aber sie schreiben es in die Kommentare. Was halten Sie vom deutschen und österreichischen Kino, also Filmwesen? Haben Sie da besondere Vorlieben oder Empfehlungen für uns? Also das deutsche Kino, ich war ja ziemlich tief drin im deutschen Kino, als ich an der Hochschule für Film und Fernsehen gearbeitet habe. Ich bin schon viele Jahre nicht mehr in diesem Metier, auch wenn ich als Journalist zu allen möglichen Filmfestivals fahre und mir Filme anschaue. Na, das deutsche Kino ist wie wahrscheinlich jedes Kino in der Krise. Es fehlen gute Regisseure, es sind manchmal so Zufallstreffer. Ja. Ein super guter Regisseur ist Andreas Dresen. Ist auch mein ehemaliger Student. Ich habe da keine Aktie dran. Ne? Er hat bei mir nicht Film gelernt, sondern Ästhetik und Sprachen. Aber Andreas Dresen ist wirklich ein Geheimtipp als deutscher Regisseur, der im Moment mit einer der Besten ist. Zum österreichischen Kino kann ich wenig sagen, weil Österreich ist für mich so fern wie China. Ich habe mit den Österreichern nicht so viel am Hut. Die Deutschen und die Österreicher, die sind ja auch, mögen sich ja nicht so besonders gern. Ja. Haben Sie die russischen Filme gern?
Habe ich was? Russische? Russische Filme. Russische Filme, ja. Ich war mehr so die, also Papagrebski und Co., diese jungen Regisseure gefallen mir gut. Natürlich die Klassiker auch, ja. Aber ich finde auch, dass das russische Kino in der Krise ist. Das hatte wirtschaftliche Gründe und das hat ideelle Gründe und das finde ich sehr schade. Aber ich habe einige Filme, die ich natürlich gerne sehe und die ich auch immer wieder sehe. Ich meine jetzt nicht diese alten sowjetischen Komödien, die man bis zum Erbrechen überall zeigt und die naiv sind und die so toll nur auch nicht sind. Ne? Ja, weiter? Was noch? Ja, also es gibt noch eine Frage. Was sind die Hauptunterschiede? Also ich weiß nicht, ob man da so die Frage, also ich lese dann die Frage so, wie es ist. Was sind die Hauptunterschiede zwischen Menschen in Deutschland und Russland? Also mentalitätstechnisch ja. Wahrscheinlich, also Mentalität. Ein großer Unterschied ist die große Flexibilität der Russen. Die Deutschen sind eher Rückversicherer. Ja? Sie versichern sich erstens auch gegen alles. Da lacht die ganze Welt drüber, wogegen sich die Deutschen versichern. Es gibt sogar eine Hochzeitsrücktrittversicherung und all so ein Quatsch. Aber und die Russen leben im freien Fall. Und na, wie soll ich das sagen? Sie müssen viele Schläge hinnehmen, ja. Wenn ich einfach nur daran denke, als man 1991 das Geld umgewertet hat und die Leute einfach bestohlen worden sind, ja. Ich hatte damals einen Bekannten, der hatte 6.000 Rubel gespart für ein neues Auto. Das waren 18.000 Mark. Und danach konnte er sich eine Dauerwurst kaufen. Die Deutschen, ich weiß nicht, was die machen würden. Sie würden von der Brücke springen oder würden in Depressionen verfallen. Die Russen finden einen Ausweg und machen weiter. Sie leben heute. Ja? Manchmal nennt man es Avos, aber ich finde, das ist kein Avos. Das ist einfach die Fähigkeit zu überleben. Und wenn alle sagen, ja, die Russen lächeln nicht auf der Straße, das müssen sie auch nicht. Ich wundere mich, dass die sich nicht gegenseitig aufessen nach dem, was sie alles erlebt haben. Ja? Ich ziehe den Hut vor diesen Menschen, die das alles durchstehen. Also die Flexibilität ist ja. Und Resistenz sozusagen. Ja, ja, wenn ich an die 90er denke, als die wochenlang, monatelang kein Gehalt bekommen haben und sie haben überlebt, das ist in Deutschland überhaupt nicht denkbar. Ja, das ist toll. Ich bin dann immer so Schwarztaxi gefahren. Da waren Opernsänger, Atomphysiker, Offiziere, Kinderärzte, die ihr Budget aufgebessert haben durch Taxifahren, die auf dem Markt was verkauft haben. Sie waren sich dafür nicht zu fein, egal welchen Titel sie hatten. Und das finde ich eben sehr gut. Ich finde nicht gut, in welche Umstände sie geraten, nicht durch ihre Schuld. Ja? Aber wie sie sich daraus wieder befreien, das finde ich gut. Ja, und man sagt jetzt, man spricht jetzt darüber, dass wahrscheinlich jetzt die Situation nochmal kommen, ja, weil die Krise, die auf uns alle zukommt, es wird die 99er sozusagen, die 99er Jahren, vermutet man. Es dürfte nicht sein, weil in den 90ern es ist klar, das große Land war auseinandergebrochen und niemand wusste so recht, was er tun soll. Das hätte nicht ein Politiker dieser Welt gewusst oder geschafft. Ja, vor dieser Situation hat noch niemand gestanden, dass so ein Riesenreich zerbröckelt. Aber jetzt gibt es doch den Staat schon viele Jahre. Jetzt müsste er theoretisch den Leuten zur Seite stehen und sie nicht noch bestehlen. Da bin ich sehr strikt. Ich bin in vielem nicht einverstanden, was jetzt passiert. Und naja, also vielleicht werden wir auf die Frage nicht eingehen, weil wir auch hier eine weitere Frage haben, die mit
ihre Reisen zu tun hat. Und Sie haben erwähnt, dass Sie im Ural gewesen wären. Und könnten Sie mehr vielleicht darüber erzählen? Weil eine von Studentinnen aus dem Ural stammt und das ist ihr wirklich sehr interessant, was Sie da im Ural erlebt haben. Na gut, ich war in den Städten, Jekaterinburg, Perm, Kirov, das ist ja mehr der Süden. Tscheljabinsk auch, ne? Es ist nicht Ural direkt. Ne? Mhm. Aber die Städte gefallen mir gut. Ich liebe Perm. Warum, weiß ich nicht. Ich war ungefähr 10-mal da. Mhm. Und auch die Umgebung. Die Menschen gefallen mir gut. Das ist so ein bodenständiger, humorvoller, warmherziger Menschenschlag. Wenn man natürlich die raue Schale ein bisschen öffnen kann. Ja, mir gefallen dort am besten die Menschen, natürlich die Landschaft und die Natur. Wobei ich sagen muss, ich bin immer sehr traurig, wenn ich irgendwo bin und dann den vielen Müll in der Natur sehe. Als ich über die Goldgeschichten, als wir da gedreht haben, da bin ich von Krasnojarsk nach Severo-Jenisejsk geflogen mit einer AN-24 und dann noch 80 Kilometer durch die Taiga, bis ich an diese Goldlagerstätte kam. Und kaum Menschen da. Was liegt im Wald? Autoreifen, Plastiktüten. Und jeder Russe sagt mir, er liebt die Natur. Diesen Widerspruch konnte ich bisher noch nicht für mich erklären. Ich komme an den Baikalsee, stelle meine Füße rein, weil ich glücklich bin, da zu sein. Und was sehe ich da drin? Flaschen, Cola, Büchsen, Autoreifen. Die sind nicht vom lieben Gott da reingeschmissen, sondern von den Menschen. Und das verstehe ich nicht. Ja, also vielleicht liegt es auch in der Erziehung, weil also ich, so viel ich weiß, wird in Deutschland seit seit Grundschule, ja schon in der Grundschule wird es den Kindern beigebracht, dass man wie man mit Natur umgeht, ja, wie man sich in der Natur benehmen sollte. Und ich weiß nicht, ob es in der russischen Schulen, also jetzt schon, glaube ich, aber ob es früher so viel Wert drauf gelegt wurde, weiß ich nicht. Das wahrscheinlich nicht, aber es gibt ja immer noch Eltern, die das übernehmen könnten, theoretisch. Und was die Frage, die auch mit Ihren Reisen zu tun hat, die Infrastrukturentwicklung in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren, wie beurteilen Sie diese Entwicklung und ob Sie da die Entwicklung überhaupt gemerkt haben oder nicht? Ja, doch. Also ich war ja in den 80er Jahren Reiseleiter, weil ein Hochschullehrer hat im Sommer Zeit. Und ich war Reiseleiter und habe die Touristen in die Sowjetunion gebracht und habe immer Städtereisen gemacht und kann das deshalb sehr gut vergleichen. Die Infrastrukturentwicklung hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Das muss man sagen. Also die Städte sind lebenswert geworden. Es ist nicht mehr nur eine Ansammlung von Häusern, wie das früher war. Als ich in Kaluga studiert habe, haben wir gehört, dort lebten 320.000 Einwohner. Das ist für Deutschland eine sehr große Stadt. Und wir waren glücklich und haben gedacht, oh, da ist ja alles super. Na, das war ja nicht so. Ne? Wenige Geschäfte, kaum Restaurants, also keine Infrastruktur. Jetzt haben sich die Städte alle gewandelt. Ja, es sind wirklich lebenswerte Städte geworden. Ja, dann noch eine Frage, auch wieder mit Reisen. Also Sie sehen, also Ihre Reisen faszinieren die Studierenden. Und die Frage ist, was ist der ungewöhnlichste Ort für Sie, wenn Sie dann um die Welt gereist sind? Gibt es da der ungewöhnlichste Ort oder ein Land oder eine Stadt, was Sie dann unbedingt empfehlen würden, wahrscheinlich zu sehen, sich anzusehen? Ja, ich
versuche ja alle meine deutschen Bekannten immer zu Russlandreisen zu überreden. Die das auch, viele tun das. Sie sind erstmal vorsichtig und bleiben im europäischen Teil. Sie fahren also dann mit dem Schiff Moskau nach Petersburg oder umgedreht, machen diese Reise oder fahren auf der Wolga, kommen nach Moskau oder Petersburg. Manche fahren dann noch ans Meer. Das aber, das Schwarze Meer ist bei deutschen Touristen nicht so beliebt, weil es ist erstens nicht sauber, weil dort alle ihre Fäkalien reinleiten. Man sieht es auch im Landeanflug, diese braune Brühe. Und man riecht es auch in Sotschi an der Strandpromenade. Aber sie fahren gerne nach Dagestan. Meine Freunde sind dahin gefahren, weil der Sohn meines Mannes war mit der Familie dort im vorigen Frühjahr. Und der hat so einen schönen Film mitgebracht und war so begeistert von den von der Gastfreundschaft, für die ja Russland überhaupt bekannt ist. Aber Dagestan ist wahrscheinlich um Längen noch gastfreundlicher. Und diese raue Landschaft, die ist so schön, wunderbar und nicht vom Tourismus überlaufen. Es ist also kein Lack-Tourismus, sondern das ist für Menschen, die etwas erleben wollen. Und nur so kann ich meinen Urlaub mir vorstellen. Ich könnte niemals All-Inclusive-Urlaub machen. Ich glaube, da würde ich mich erschießen, wenn ich das machen müsste. Ja, also Dagestan. Ja, Dagestan ist ein Geheimtipp. Natürlich Fernost, logisch. Und Karelien. Karelien ist eine andere Welt. Karelien ist wunderbar. Ich liebe den Norden sowieso, weil ich liebe kühles Wasser, kaltes Wasser. Mein Lieblingsmeer ist die Ostsee. Erstens wegen der schönen Strände und wegen des kalten Wassers. Und deshalb ziehe ich Urlaub in Karelien, einem Urlaub im Süden, immer vor. Und ich rate das auch allen. Man kommt viel entspannter zurück. Ich habe hier gelesen, welche Medien ich lese. Ja, ja. Die Frage ist. Keine, weil ich kenne die, die sie machen. Ich komme aus dieser Sphäre auch. Ich lese kaum noch etwas. Ich lese im Internet, lese einige Online-Dinge. Aber ansonsten bin ich da sehr verhalten, sagen wir das mal so. Und dann vielleicht deutsche Medien? Auch nicht. Also ich lese mal Spiegel oder mal die Süddeutsche. Ich lese sehr gerne die Neue Züricher Zeitung. Die bringt sehr gute, ausgewogene Beiträge. Ich vermisse am deutschen Journalismus jetzt den Biss und die genaue Recherche. Es wird zu viel oberflächlich geschrieben. Und es ist ja immer, wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Das ist ja in jedem Land so. Und das gefällt mir weder in Russland noch in Deutschland. Und ist dieser Bürgerjournalismus für Sie keine Alternative? Welcher? Bürger, also Blogger, sind das keine? Nein, absolut nicht. Nein. Also da gucke ich selten mal rein. Es gibt, das ist ja wie mit allem. Ne? Darunter gibt es sicher ein paar Juwelen. Aber der Rest ist ein Meer von Steinchen. Ja, noch eine Frage. Wie finden Sie Medizin in Russland? Was halten Sie von Medizin in Russland? Aber die weitere Frage, die Antwort wäre für mich offensichtlich, aber ist russische Medizin besser als deutsche? Glaube ich nicht. Ja. Es gibt, ich finde es sehr schlecht, dass Ärzte so schlecht bezahlt werden. Ärzte, Lehrer, Polizisten, Offiziere müssten ein super Gehalt kriegen. Das sind die Säulen des Staates. Und sie sollten mit Anstand leben können, ohne auf die Kopeke gucken zu müssen. Aber es gibt unter den älteren Ärzten ein paar Juwelen, die mit ihren Händen Wunder vollbringen können und Diagnosen stellen können. Ja? In Deutschland ist es ja mehr eine Medizin der blinkenden Geräte. Die Fachleute werden auch immer weniger. Das ist nicht nur der immer schlechter werdenden Bildung weltweit geschuldet. Ja, das ist auch, dass weniger Leute Ärzte werden wollen heutzutage.
Ich war im Januar, im Dezember zu Hause, hatte mir das Bein gebrochen und war in einer Klinik in Hessen. Ich habe keinen deutschen Arzt gesehen. Marokko, Ukraine, der ganze Balkan, nur der Chefarzt, der mal so vorbeiflog als weiße Wolke, das war ein Deutscher. Der Rest nicht. Nicht zu erklären, aber die vielen Jahre in Russland, ich hatte immer eine Krankenversicherung, musste also nicht in diese rajonnähe Poliklinik gehen. Ja? Deshalb bin ich der Meinung, die Medizin, da wo man dafür bezahlen muss, ist in Ordnung. Ich schwöre auf das Netz Budsdarov, dieses Kliniknetz von Ingolstadt und noch einige Kliniken. Da muss ich nicht mal in dieses European Medical Center oder so gehen. Dort gibt es gute Ärzte, dort gibt es alle Geräte und alles ist unter einem Dach. Und man kann, wenn ich sage, ich habe 14 Uhr einen Arzttermin, habe ich den 14 Uhr. Ich muss nicht stundenlang im Wartezimmer sitzen wie in Deutschland. Ich kann meinen Tag planen. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe mich auch in Russland am Meniskus operieren lassen. Top. Gibt es keine Frage. Ja, es ist also, sie ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ich habe bei meinen Reisen auch in Kreisstädten oder in fernen Regionen Krankenhäuser gesehen. Da würde ich dann doch lieber nicht krank werden wollen. Das sage ich ganz ehrlich, ja. Aber was ich hier in Moskau sehe, diese Kliniken, die sind alle sehr gut. Danke. Und ganz andere Frage. Kochen Sie zu Hause russische Gerichte, Pfannkuchen oder Borsch oder vor allem deutsche Gerichte? Also Ihr Vorlieben. Ja, ich koche vor allem deutsche Gerichte. Natürlich mache ich auch Blinis, ja. Suppen. Es gibt ja so viele Suppen in Deutschland. Ja. Wir sind ja so richtige Suppenkasper. Also da koche ich Linsensuppe, Erbsensuppe, Gemüsesuppe und dann Kraut, Weißkrauteintopf und Leipziger allerlei. Ich koche sehr gerne und sehr oft und deutsch, was meine russischen Freunde inzwischen sehr lieben. Da sie sagen, das ist fast wie eine Reise nach Deutschland, wenn wir hierher kommen. Und meinem Mann gefällt das auch. Wenn er etwas essen möchte, was ich vielleicht nicht koche, na ja, dann strenge ich mich an und mache das dann für ihn. Und was können Sie über Ess- und Trinkkultur in Russland generell sagen? Was gibt es da? Welche Unterschiede haben Sie da gemerkt oder gibt es sie überhaupt oder gar nicht so? Was ja alle Europäer oder Westeuropäer, die nach Russland kommen, beeindruckt sind, ist die Vielfalt der russischen Vorspeisen. Ja, es kommt ja oft gar nicht bis zur Hauptspeise, weil man schon so satt ist. Das ist natürlich wiederum der Trinkkultur geschuldet, dass man hochprozentigen Alkohol trinkt und da etwas dazu essen muss, weil man sonst unter dem Tisch landet. Die deutschen Trinkgewohnheiten sind etwas anders. Wenn wir feiern, da gibt es entweder ein kleines Buffet oder man isst vorher richtig, dann wird alles abgeräumt und dann wird getrunken. Da stehen maximal mal ein paar Erdnüsse oder ein paar Chips auf dem Tisch, aber da wird nichts mehr dazu gegessen, weil zu Bier und Wein muss man sowieso nichts dazu essen und wer Hochprozentiges trinkt, naja gut, der hat eben eine gute Grundlage sich geschaffen vorher. Also wir trinken das obendrauf, ne? Wir essen erst und dann trinken wir. Und was Ihr Leibgericht, also russisches Leibgericht, haben Sie sowas oder doch nicht so? Na, wenn dann schon einen richtigen Borsch, das ist schon was Feines. Da könnte ich schwelgen. Ansonsten eigentlich nicht. So ein Leibgericht russisches habe ich nicht. Okay, so vielleicht noch Fragen, die studieren. Haben Sie die Fragen, einige Fragen oder Ja, nicht? ich habe noch eine Frage. Sie haben gesagt, dass Sie ein Buch geschrieben haben. Welches Buch war das oder ist Das das? heißt Pelmeni und Sauerkraut, kein Kochbuch. Das sind einfach nur ganz kurze Geschichten, na so Streiflichter, wie ich das so sehe hier. Das war 1912 oder 2012 oder 13.
Ja. Also ein Kochbuch oder ein Buch? Nein, es ist kein Kochbuch. Pelmeni und Sauerkraut habe ich das genannt. Pelmeni ist eine russische Spezialität, Sauerkraut gekocht ist eine deutsche. Die schmecken beide gut, aber nicht unbedingt zusammen. Ja, das ist also, die, ich habe so ein bisschen die Unterschiede, wer ist wie, versucht herauszuarbeiten. Und als ich das Buch vorgestellt habe im deutsch-russischen Haus, habe ich wirklich Pelmeni und Sauerkraut dazu gereicht. Und die Leute haben festgestellt, das kann man essen zusammen, schmeckt doch. Ja, also sauer schmeckt also zu Pelmeni wirklich, glaube ich, schon ziemlich gut. Ja. Okay, noch Fragen? Also jemand tippt da was. Okay, das haben wir Ihre Frage beantwortet. Ja, was ist mein Lieblingsbuch? Also was ist mein Lieblingsbuch und der wichtigste Gedanke? Die Lieblingsbücher wechseln natürlich. Ich habe Vorlieben, ich liebe John Irving. Ich lese auch hin und wieder mal den Faust, vor allen Dingen zu Ostern, den Osterspaziergang. Das ist einfach wunderbar. Oder das Buch 1913, was Wien 1913 zeigt, wo sich fiktiv alle wichtigen Persönlichkeiten der Weltgeschichte, die später eine Rolle spielen, treffen. Die russischen Klassiker natürlich alle. Besondere Vorliebe Tschechow, vor allen Dingen nachdem wir einen Film über ihn gedreht haben, bin ich noch viel mehr verliebt in diese Persönlichkeit und in seine Bücher. Im Moment lese ich Viktor Klemperer. Viktor Klemperer ist ein deutscher Jude, der das Dritte Reich in Dresden überlebt, alle Schikanen über sich ergehen lässt. Und weil er Sprachwissenschaftler ist, hat er viele Bücher geschrieben und ich lese gerade seine Tagebücher. Und da habe ich einen Satz dick angestrichen, der heißt: Sprache ist Wahrheit. Er hat auch ein Werk geschrieben, Die Sprache der Tyrannei. Welche Worte in Diktaturen benutzt werden, die wir zum Teil heute noch benutzen, da war ich sehr erstaunt darüber. Ja. Und Sprache ist Wahrheit. Man hört jemanden zu und weiß, was er denkt. Das kann man nicht verstecken. Egal, wie man das versucht. Ja. Man versucht ja auch, die Körpersprache unter Kontrolle zu bringen, um sich nicht gleich eine Blöße zu geben, was auch schwer ist. Aber die Sprache, ja. Ja, aber man muss doch vielleicht auch vorsichtig sein, weil man kann da schnell überziehen. Ja, es ist wirklich manchmal kann auch trügerisch sein, weil da muss man, glaube ich, eher vorsichtig sein, weil diese sprachliches Weltbild, ja, es ist was Wahres dran, aber doch, man muss, glaube ich, viel in Betracht ziehen, ja, nicht nur. Das ist richtig, deshalb ist das ja so interessant, dieses Thema und seine Ausführungen dazu. Sie haben in Ihrem Leben wirklich total viel Unterschiedliches gemacht, ja, ja. Total viele spannende Facetten. Reisen, Bücher schreiben, Filme drehen, unterrichten. Man könnte daraus schließen, dass Sie, das ist wirklich so, dass Sie wirklich eine sehr aktive, lebenslustige Person sind und auch sehr optimistische Person sind. Optimistisch und, bin ich. Ja, vielleicht nur so kann man, also nicht alle Leute schaffen es, in Moskau zu wohnen. Ja, also besonders, wenn man aus einem sicheren Staat im Vergleich zu Russland kommt wie Deutschland, da ist das Leben in Russland viel abenteuerlicher als in Deutschland. Ja, und noch dazu, hier kommen ja viele her, diese sogenannten Expats, ja, die sind gesandt von ihren Firmen mit einem Wahnsinnsgehalt. Die bekommen die Wohnung bezahlt, alle Flüge bezahlt, alle Versicherungen bezahlt. Die leben hier natürlich wie die Made im Speck. Ich bin aber ganz alleine hierher gekommen, sozusagen als Seiteneinsteiger und habe mir so das Terrain erobert, Schritt für Schritt.
Okay. Ah, das haben wir schon, glaube ich, auf diese Frage haben wir schon ein bisschen geantwortet, indem wir gesagt haben, welche Unterschiede zwischen einem Russen und Ja. Deutschen sind. Also ich würde nicht so grob definieren, Russen und die ganze andere Welt. Also das ist ein bisschen gefährlich, Ja. finde ich. Also Ja. nicht gefährlich, aber ein bisschen überzogen. Ja. Also generalisieren. Da muss man also auch vorsichtig sein mit der Generalisierung. Und momentan unter Ihren Freunden, die meisten Ihrer Freunde, Bekannte, sind das dann Russen oder Deutsche, europäische, Deutsche oder Europäer? Das ist so halbe halbe. Mhm. Ich habe auch viele Bekannte, die in, also gemischte Ehepaare, bin ich mit vielen befreundet, aber auch viele russische Freunde von früher oder von jetzt durch meinen Mann, auch noch einen Teil der Verwandtschaft dazu bekommen, die in Minsk lebt. Das ist alles sehr schön und gut durchmischt. Und wenn mal ein runder Geburtstag ist oder als wir geheiratet haben, wir haben ja erst 11 Jahre so zusammengelebt und dann erst geheiratet, relativ spät, da war dann eine richtige deutsch-russische Gesellschaft zugange. Und das ist sehr schön. Sie haben sich alle bombig verstanden, weil die Deutschen konnten alle Russisch. Und es Und war sehr herzlich, wirklich. haben Sie die Hochzeit in Moskau gefeiert oder in Ja. Weißrussland oder Oh, in nö. Mein Mann lebt ja in Moskau. Er hat nur weißrussische Wurzeln. Also früher gab es ja mal die Zeile Nationalität im russischen Pass, ne? Da ist er Weißrusse. Okay. Aber er ist auf Sachalin geboren. Seine Eltern waren bei der Armee. Ja, also das war bestimmt eine sehr gesellige Hochzeit, ja. Ja, sehr lustig. Sehr lustig. Ich möchte auch fragen, was haben Sie also vor? Welche Pläne oder Ziele oder vielleicht Träume haben Sie jetzt? Was möchten Sie in der nächsten Zukunft erreichen, realisieren? Haben Sie da irgendwelche? Also ich möchte unbedingt mal nach Sachalin fahren. Ich dachte ja 2004, als wir den Tschechow-Film gemacht haben, ich komme dahin. Aber das war der Redaktion zu teuer, also nicht. Da haben wir das dann im Wladimirski Zentral gemacht. Das, was wir mit den Gefangenen machen wollten, na gut. Nach Sachalin möchte ich. Ich möchte ein zweites Buch schreiben. Das heißt Das gläserne Hotel. Über die Zeit in diesem Hotel, was gläsern war. Und das war sozusagen der Prototyp der Gesellschaft an sich. Ne? Was im Hotel sich abspielt, spielte sich in der Gesellschaft ab. Da muss mir nur jemand mal auf die Füße treten, dass ich dann auch wirklich weiterschreibe. Im Moment habe ich irgendwo eine Schreibkrise. Und ich möchte natürlich endlich diesem Land meine Wohnung abbringen. Ich gehöre zu denen Abmanuto Jedolschiki und kämpfe wie ein Löwe um meine Wohnung. Ja, ich bezahle den Kredit und habe keine Wohnung und muss Miete bezahlen und Kredit und so weiter. Also mein Optimismus muss sich manchmal sehr anstrengen, Optimismus zu bleiben. Ja, also das ist wirklich ein harter, ein nicht, ja, ein harter Schlag und auch eine harte ein großes Problem, ja, also Ja. und auch Und da bin ich ja wirklich nicht allein. Jeder Dritte oder jeder Fünfte, der in Russland eine Wohnung kauft, hat ja dieses Problem. Ja, wir wünschen Ihnen dann, dass Sie das erfolgreich Ja, schaffen. das wünsche ich auch. Ja. So, liebe Studierenden, also wir haben nicht so viel Zeit, also der Unterricht wird bald zu Ende sein. Haben Sie noch welche Fragen? Also besonders diejenigen, die noch keine Fragen gestellt haben, die es aber machen möchten, ist es jetzt die höchste Zeit sozusagen Ihre Frage zu stellen. Also ich finde, dass es, obwohl das ein Experiment war, hat es wirklich sehr gut gelungen und ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar. Das war so der Krise der Quarantäne und Corona bedingt, weil ich habe mir gedacht, ja, was könnte man
machen unter diese komischen Bedingungen, dass man ja. nur da, also zu Hause sitzt und natürlich das Lehrbuch ist nicht immer die bessere Lösung. Und vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben und auch ja, mit den Studenten zu sprechen. Und ich würde Sie gerne mal selber kennenlernen, die Studenten. Ich habe auch einige Fragen an Sie, wie Sie sich Ihren zukünftigen Beruf vorstellen. Was ist mit der Ethik des Journalismus? Was ist mit investigativem Journalismus? Was schwebt Ihnen vor? In welcher Sphäre möchten Sie arbeiten? Und so weiter. Ja, vielleicht haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich meine nach Corona, dass ich Sie mal leibhaftig sehe. Ah, da komme ich gerne ja. bei Ihnen vorbei. Ja, also dann hoffen wir wirklich, also dass wir das schaffen können. Das also machen wir auch, haben wir früher auch gemacht, dass wir Gäste bei uns an der Fakultät eingeladen haben und da kam es zu einem lebhaften Gespräch. Eigentlich, ja, die Journalisten, sie scheuen da nicht so zu Fragen zu stellen und auch zu kommunizieren. Ja. So, dann verabreden wir uns dann zum weiteren neuen Treffen nach ja. der Corona-Krise. Richtig. Ich hoffe, Sie bleiben alle gesund. Niemand hat dieses Virus irgendwie erwischt. Ja, vielen Dank. Wir wünschen es Ihnen auch und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und sonnigen, obwohl wir alle zu Hause sitzen müssen. Richtig. Aber ich gehe nachher auf dem Balkon spazieren. Ja, na gut. Aber das war eine frische Brise heute, dieses Gespräch. Vielen Dank. Martina. Das freut mich. Gut. Also ja, dann bis später. Bis später, ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.